Energiesparen ist gleich Kostensparen. Für private Haushalte wichtiger denn je. Die Energieberatung der Salzburger AG berät individuell und erstellt ein maßgeschneidertes Energiekonzept. Also wir sind heute im Gemeindegebiet von Wals-Sitzenheim und wir haben da ein Projekt, wo der Kunde auf uns zugekommen ist mit dem Wunsch nach einer Photovoltaikanlage. Das haben wir sehr oft in der Energieberatung. Und im Zuge der Energieberatung schauen wir uns natürlich an, Varianten der Photovoltaikanlage, wie kann man es machen. Und, das ist das Wichtige, wie schaut es mit der Gesamtenergieeffizienz des Hauses aus? Weil aus unserer Sicht und aus Sicht aller muss so sein, man will ja mit dem Haus so wenig Energie verbrauchen wie möglich, dadurch so geringe Energiekosten wie möglich. Und das halt dann mit der richtigen, sprich der grünen Energie. Und genau das ist da auch der Fall. Bei diesem 40 Jahre alten Haus wurde ein Sanierungsgesamtkonzept erstellt. Der Vorteil, dieses kann zur Gänze in einer Bauphase oder auch in einzelnen Phasen über mehrere Jahre umgesetzt werden. Dies unterstützt zum einen vor allem die leichtere Finanzierbarkeit und auch beim Thema Generationenwechsel bleibt man in Sachen sofortige und spätere Umbauten flexibler. Der erste Schritt ist die gute Planung. Also wirklich durchdacht zu planen, was muss man alles bedenken. Zweiter Schritt, sich richtig gute Firmen zu finden, die das auch technisch umsetzen. Und wir setzen um eine komplette Dacherneuerung. Im Zuge nämlich der Erhebung haben wir gesehen, das Unterdach ist völlig verschlissen, weil so eine Gefahr von Wassereintritt. Also ein komplett neues Dach, da werden wir die Dachdämmung deutlich verbessern auf Stand der Technik, so 30 cm. Dann wird natürlich eine neue Dachentdeckung gemacht. Als nächstes kommt eine Photovoltaik, weil das auch noch eine Dacharbeit ist. Und als dritter Schritt in dieser ersten Phase wird dann die Heizung auf eine Wärmepumpenheizung umgestellt, auf eine klimafreundliche Heizung. Momentan wird das neue Dach nach einer kompletten Entfernung des alten Daches wieder aufgebaut und hierbei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Dämmung. Wärmedämmung zu machen ist ganz wichtig, um Heizkosten zu sparen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, sage ich jetzt mal, dass man da kostengünstig und die Behaglichkeit im Wohnraum, auch im Winter, dass es dann warm ist und im Sommer soll es kühl sein. Das ist eigentlich da der Hauptgrund, dass man das macht. In der heutigen Zeit, wo die Energiepreise immer mehr steigen, da ist natürlich die Wärmedämmung sehr wichtig, speziell am Dach, weil übers Dachgestoß wird am meisten Wärme verloren. Und da ist natürlich wichtig, richtig dämmen und auch viel dämmen. Der Kunde da vor Ort hat sich entschieden für eine Zellulose-Dämmung, die was grundsätzlich auch ökologisch ist und sehr zum Empfehlen ist. Es gibt natürlich auch noch tierische und Dämmstoffe wie zum Beispiel Schafswolle, Hanf, Holzweichfaserplatten und Holzwolle, sage ich jetzt mal. Der nächste Punkt im Sanierungskonzept ist die Photovoltaikanlage. Bei der PV-Anlage ist wichtig, dass die Unterkonstruktion, sprich, dass die mit in die Dachdeckung eingedeckt wird, weil es ist dann der Zirkel unter dem PV-Modul drinnen und da kommt man eigentlich ganz schlecht dazu, eigentlich gar nicht mehr. Wie es beim Sanierungsprojekt in Wals-Sitzenheim weitergeht, wir bleiben dran. Wenn Sie Infos zu PV, Dachsanierung und Co. benötigen, dann klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.